sagen wir, am Anfang war es ja überhaupt noch so, der Film in diesem Sinne war ja nicht künstlerisch. Im Gegenteil, damals hat man sich ja geniert, darüber zu sprechen, dass man gefilmt hat. Man hat das Geld mitgenommen, sozusagen. Damals gab es ja nur das Theater, nicht? Und es war etwas anrüchig. Und eigentlich den Bann hat dann Bassermann, der als der größte Schauspieler galt, gebrochen, indem er gefilmt hat. Und dann war es eigentlich salonfähig. Aber es wurde am Anfang eben doch sehr Theater gespielt, wie man sagt. Und das war ja schlecht, nicht? Bis man eben darauf gekommen ist, dass es doch ganz andere Gesetze hat, das Filmen. Sehen Sie, aus optischen und akustischen Gründen, nicht? Ich muss auf der Bühne sozusagen auftragen. Denn der Mann auf der Galerie will noch etwas sehen und will etwas hören. So kann ich aber ganz einfach sein im Film, in der Großaufnahme. Das finde ich so wundervoll, nicht? Man kann wirklich ganz natürlich menschlich sein, auch im Ton. Ja, wenn ich so spreche, wie ich jetzt spreche, dann heißt es auf der Bühne, das geht nicht über die Rampe, mein Lieber. Du musst lauter sein. Und indem ich schon lauter bin, bin ich ja schon nicht mehr so natürlich. Wenn ich hier, sagen wir, einen Dialog führe, nicht? So habe ich im Zimmer einen anderen Ton, eine andere Lautstärke und einen anderen Ausdruck. Das ist ja ganz logisch. Aber das geht natürlich nicht auf der Bühne. Also ich muss teilweise vielleicht etwas unnatürlich sein. Und es war für manche Schauspieler die Umstellung sehr schwierig. Es war, dann haben sie geglaubt, sie müssen etwas machen. Je weniger aber man macht im Film, desto besser ist es ja. Was ist im Film das Wesentliche? Der Ausdruck. Sagen wir, ich finde, man muss eine Rolle empfinden, sich innerlich verwandeln, in diese Figur hineinkriechen, dann bin ich verwandelt und automatisch kommt ein anderer Ausdruck, nicht Mimik, das ist ja grausig, nicht? Es kommt ein anderer Ausdruck einfach. Und es kommt automatisch sogar der richtige Ton, kein verstellter Ton. Es kommt plötzlich eine andere Stimme. Warum? Weil ich ja verwandelt bin innerlich. Sagen wir durch eine starke Autosuggestion oder dass ich aus dem Unterbewusstsein irgendetwas heraushole, dass ich Moment für Momente mich wirklich verwandelt habe. Diese ungeheure Spannung oder Verwandlung kann man natürlich nicht dauernd auf der Bühne durchhalten. Das kann man nur etappenweise im Film festhalten. Dadurch kann es aber viel stärker wirken, weil es wirklich echt ist und nicht gespielt. Nicht? Wir saßen alle zusammen als junge Anfänger in einer Garderobe. Ich saß mit Murnau in einer Garderobe, mit Lubitsch. Und das war ja der Anfang des Films eigentlich damals. Nachher waren sie ja Großmeister des Films sozusagen. Nicht? Und Lubitsch fing damals an mit den kleinen Lustspielchen, Ossi Oswalda, nicht? Und wie gesagt, war ich ja sein Partner im Schuhpalast Pinkus damals, nicht? Bassermann hatte seine Garderobe neben uns und der hat sich dann einige Male beschwert, es ginge zu laut zu. Nebenan, auch nicht sehr fein und vornehm. Bassermann war ein Gentleman und bei uns war der Ton oft etwas rüde, nicht sehr vornehm, kann man sagen. Und ich erzähle mich wie der junge Schildkraut, der sich da Verschiedenes leistete auf diesem Gebiet eines Tages. Er war 16 Jahre damals, nicht? In die Garderobe kam ganz beleidigt und
sagte zu uns dann, sag mal, findet ihr das kollegial von Bassermann, dass er sich über mich beschwert bei Edmund Reinhardt, dass ich zu ordinäre Ausdrücke gebrauche? Er war 16 und Bassermann war damals im Zenit. Er fand das nicht kollegial von Bassermann. Die ersten Gagen waren ja ganz klein. Ich glaube, im Jahr 15 habe ich schon gefilmt. 8 Mark gab es da, nicht? Und dann 20 Mark, nicht? Aber im Schatten damals war es im Grunde auch nicht viel mehr, denn das war ja schon ganz schöne Inflation, nicht? Das war noch nicht diese Hochflut des Papiergeldes, aber es war schon sehr entwertet, nicht? Es war ja 23, nicht? Frühjahr oder Winter. Aber ich entsinne mich also an Robison. Es war ein prachtvoller Mensch, wir waren sehr befreundet, der Regisseur. Und es war auch ein besonders nettes, kollegiales Verhältnis. Wir saßen alle in einer großen Garderobe, also der Großteil der Darsteller. Wir waren sehr befreundet, Ferdinand von Alten, Gülsdorf, Wangenheim. Und es war sehr lustig, wir wurden oft bestellt, wenn wir gar nichts zu tun hatten, viele Tage. Und oft sagte ein Kollege, wollen wir nicht runtergehen, mal ins Atelier und sehen, wie weit es ist. Nein, hieß es von der anderen Seite, sagte irgendeiner, das geht nicht, wir wollen nicht auffallen, denn sonst erinnern die sich an uns und drehen uns heute ab und sonst haben wir ja noch einen Tag mehr. Also lieber nur in der Garderobe ganz still sein und sich nicht sehen lassen, wie beim Militär, nicht auffallen. Nicht? Sie konnten sich es gar nicht leisten, sagen wir, als sehr guter Darsteller, heute mal in einem kleinen Lustspiel zu arbeiten. Dann hat sie der erste Regisseur nicht mehr genommen. Nicht? Wenn Sie zum Beispiel damals die AFA-Filme, diese Lustspiele waren ausgezeichnet. Ich meine, auf einem höheren Niveau als heute Standardfilme vielleicht. Aber wenn sie in solchen Filmen spielten, dann sagte Herr Papst oder Herr Lang, nein, hören Sie mal, wenn Sie sowas machen, dann kann ich Sie nicht mehr nehmen. Nicht? Für Frau Mond habe ich erstens Boxen gelernt. Und dann habe ich Zaubern gelernt, auch. Aber das haben wir dann doch gestrichen, weil Zaubern im Film kommt nie richtig an, nicht? Aber der Boxhieb, den ich damals dem Wangenheim versetzte, ein Uppercut, da war ja ziemlich groggy, nicht? Und dann den Los habe ich auch ziemlich groggy gehauen. Dem musste ich so ein Paket Banknoten um die Ohren schlagen. Und Lang wollte das immer so richtig haben, nicht? Das habe ich auch gemacht. Zum Beispiel diese eine Szene, wenn ich da sitze in dem Sessel und mich verwandle, ich fahre doch mit den Händen über das Gesicht und bin plötzlich der andere. Das war natürlich damals sehr schwierig, weil man sich nicht um einen Millimeter diese ganze Zeit verrücken durfte, sozusagen, fürs Bild. Und dann habe ich dann, ich glaube, das ist hier drin, in diesem vorgesehenen Film, wo ich mit einem Strick um den Hals festgebunden bin, weil ich nicht aus dem Bild kommen darf, weil es auch auf den Millimeter angekommen ist. Wenn Sie das Bild sehen, habe ich einen Strick um den Hals und der Lang ist an der Kamera. Denn am Anfang war es ja auch so, für manche Szenen, um Stimmung zu machen, den Darstellern, wurde ja Musik gespielt. Da war der Geigenspieler. Der spielte sentimental, nicht ganz sentimental. Motive wurden da losgelassen, damit man weinen konnte, nicht? Es waren noch viele solche rührselige Stücke,
Ja, in Charnay war eine sehr interessante Wanzenszene. Ich lag auf einem Sofa in einem Absteigequartier und an der Wand, da mussten Wanzen krabbeln und ab und zu musste ich eine totdrücken. Das war natürlich sehr schwierig, denn Wanzen sind ja nicht dressiert, so wie Flöhe, nicht? Und das dauerte einige Stunden, bis diese Szene abgedreht war. Ich glaube, 4 Stunden. Diese Wanzen wurden besorgt, damals extra von einem Wanzenzüchter für wissenschaftliche Zwecke. Und es waren einige Wächter angestellt, damals in Neubabelsberg, damit das Atelier nicht verwanzt. Sie können sich vorstellen, wie peinlich das gewesen wäre. Aber schließlich ist es doch geglückt und Ilja Ehrenburg, der Schriftsteller, der ja die Charnay geschrieben hatte, ich finde, eines seiner schönsten Bücher, schreibt über diese Szene in seinen Memoiren. Ich hatte noch einen Unfall, ja, am Schluss in der Charnay, ich entsinne mich, bei dieser Szene, ich muss aus dem Abteil springen und da hatte ich einen Unfall mit einer schweren Gehirnerschütterung und lag einige Wochen in der Charité. Die Aufnahmen mussten unterbrochen werden, gerade für die letzte Szene. Das war nicht so angenehm. Aber sonst war es eine wundervolle Arbeit mit Papst, muss ich sagen. Und es war so international damals. Und etwas sehr Interessantes am Anfang, entsinne ich mich, hat mich Papst angerufen, ja, die Rolle erfordert eigentlich einen dunkelhaarigen Kaukasier. Und Sie sind ja blond. Und wir wollen eventuell einen Franzosen haben. Aber wir sehen uns natürlich Probeaufnahmen an. Und jetzt sind Sie in der engeren Wahl. Noch, ich glaube, es war Vanel, der Franzose, nicht? Und er sagt, es entscheidet sich heute noch eine Szene aus einem früheren Film. Von Ihnen und von dem Franzosen sehen wir uns an, der natürlich vom Manuskript her gesehen dunkelhaarig ist und deshalb vielleicht besser passen würde, aber es kommt natürlich auf das Schauspielerische an. Und ich sage Ihnen Bescheid in einigen Stunden. Sie können sich nicht vorstellen, was das bedeutet hat, diese Stunden, denn diese herrliche Rolle, ich glaube, es gibt selten eine so wundervolle Aufgabe, wie diese Figur. Und dieser Moment, wie er mir sagte nachher, Sie spielen die Rolle, wirklich, man dachte nicht an die Gage, sondern nur an diese wundervolle Aufgabe. Also ich muss sagen, ich lehne es ja ab, eine Vorführung zu sehen. Ich habe es nicht gerne, weil ich nur nach dem Gefühl spielen will. Und wenn ich mich sehe, erstens habe ich zu mir gar keine Beziehung, wenn ich mich sehe, nicht? Ich bin mir völlig fremd und finde mich auch nicht gut. Und sagen wir, wenn wirklich ein Moment da ist, den ich gut finde, so könnte es sein, im Unterbewusstsein, dass ich das festsetzt und ich will dann mal das wiederholen und in dem Moment, wo es Absicht ist, ist es ja schon schlecht. Nicht, wenn ich etwas will. Außer ich spiele nach meinem Gefühl, das ist ganz etwas anderes. Aber wenn ich schon denke, das war gut und ich will so etwas wiederholen, dann ist es eben schlecht, weil es Absicht ist. Nicht? Und ich will es gar nicht sehen. Ich habe dann ja mit Papst noch die Drei-Groschen-Oper gedreht hinterher, nicht? In der Nazizeit war der Film doch verboten, nicht? Aber er wurde in Neubabelsberg vorgeführt, den Filmschaffenden oder Filmerleben,
als Musterbeispiel für beste Kamera, beste Regie und beste Darstellung. Außerdem wurde er dem Hitler zum 50. Geburtstag geschenkt. Nicht? Als ein verbotener Film. Das weiß ich, denn zu seinem 50. Geburtstag wurde ich, also auch andere Darsteller, mal gebeten, da in diesen Club für ein Autogramm abzugeben. Und da war also so ein Pergamentpapier und da standen drauf die Hauptdarsteller von der Dreigroschenoper, die noch da waren, die sollten ihren Namen da hinschreiben. Und da fragte ich, warum? Und da wurde mir gesagt, dieser Film wird mit anderen, 49 anderen Filmen, dem Führer zum Geburtstag geschenkt. Und da sollen also diese Autogramme beigelegt werden. Es waren dabei auch die Langfilme, nicht? Ich weiß noch, Frau im Mond und Spione. Und dann war etwas sehr Ulkiges. Wir wussten einige Tage vor der Premiere nicht, ob der Film überhaupt läuft. Und da war ein Prozess, den der Brecht angestrengt hatte, dass der Film verboten wird, weil er quasi, weil das Manuskript nicht seinen Intentionen entspricht. Und dass er da Einspruch erheben könnte aufgrund seines Vertrages. Und die Firma hat dem Brecht 30.000 Mark geboten, wenn er die Klage zurückzieht. Und Brecht hat es abgelehnt und hat den Prozess verloren. Das Streben aller Beteiligten war, sagen wir, nicht einen Geschäftsfilm zu machen, sondern eigentlich doch das Künstlerische. Und das schafft ja schon eine ganz andere Atmosphäre. Und dann darf man das eine nicht vergessen, damals, der Film war ja, der deutsche Film war ja mit der erste in der Welt auch.